Grüß euch, meine lieben Freunde des Austrian-owned Channels. Der Captain Benji meldet sich zu seinem nächsten Commentary auf diesem Kanal. Heute gibt's ein, ich nenne es mal, spezielles Gameplay. Und zwar ein Hacked COD5 frei für alle Match. Warum hackt er? Seht ihr in 2, 1, los geht's. Ja, ich habe selbst damit nicht gerechnet. Es ist so ein, ich nenne es mal, Eislaufplatz-Mode. Je schneller du rennst, desto mehr rutschst du. Dazu komme ich später gleich, genauso wie zum Thema. Noch kurz zur Klasse MP40, wie dir gespielt. Mit dem Perk Spezialgranaten, Spezialfeuerkraft und ruhige Hand. Secondary ist jetzt, glaube ich, eine Pistol. Die ist jetzt allerdings weniger wichtig. Und ja, Matches auf der Map Dome. Ja, bereits in CD5 gab es bereits eine Map, die hieß Dome. Die ist auch von der Größenordnung etwa so einzuordnen. Vielleicht noch eine Spur kleiner. Das soll jetzt aber nicht das Thema sein. Und, wie gesagt, ich habe das Gameplay bewusst genommen. Hackt FFA-Lobby. Ja, CD5 ist bereits verhackt ohne Ende. Das heißt also PS3, Xbox, PC ist wahrscheinlich schon gar nicht mehr spielbar. Bin ich jetzt aber nicht so sicher. Egal. Es geht heute um Hacker. Klar, es gab bereits schon viele Commentaries. Ja, Hacker dies, Hacker her. Aber das bezog sich dann etwa doch mehr aufs Aufregen. Ja, scheiß Hacker, warum muss es die geben, bla bla bla. Ich möchte heute eher konkret auf die verschiedenen Arten der Hacker eingehen und welche schlimmer sind und welche nicht so schlimm, beziehungsweise ob es sogar einen positiven Nutzen hat, dass es Hacker gibt. So, kommen wir nun mal zu den Gruppen. Da gibt es für mich drei Hauptgruppen. Zum ersten die Fun-Hacker, dazu komme ich gleich. Zweitens die indirekten Hacker und drittens die direkten Hacker. Wie gesagt, alles wird jetzt noch genauer erklärt, doch zu Punkt 1 die Fun-Hacker. Ist zum Beispiel eben hier das perfekte Beispiel. Irgendwer hat sich halt einen Fun-Mode ausgedacht, in dem Fall hier, ich nenne es mal Eislaufplatz-Mode. Man rutscht halt über die Map oder dann gibt es halt vor allem CD5, CD4, auch MW2 die Modes, dass man unendlich hoch springt und dass man total schnell rennt und weiß der Teufel noch was. Dann gibt es auch ja, God-Modes, das zählt aber dann doch schon eher zu der dritten Variante, wie gesagt, dazu komme ich später. Aber Fun-Hacker, das sind so eher die Sachen, wo ich noch drüber schmunzeln kann. Klar, es ist lästig, allerdings so lange jeder dieselben Bedingungen hat, so wie hier, dass jeder einfach rutscht, was das Zeug hält, dass einfach jeder einen Scheiß zusammen aimt, ist es irgendwo doch noch witzig und ich sehe das eben ja mit einem leichten Schmunzeln noch an. Das ist so noch im Bereich des, wo ich sage, ja, das ist noch okay, da kann ich noch drüber lachen. Allerdings, beim zweiten wird es da schon ein bisschen kritischer, nämlich der indirekte Hacker. Was verstehe ich persönlich drunter? Der indirekte Hacker versucht, außerhalb des Spiels sich einen Vorteil gegenüber anderen Spieler zu verschaffen. Sei es jetzt eben durch eine, was weiß ich, Hacked Lobby, dass es sich, vor allem MW2 ist ja da sehr, sehr beliebt, dass man sich eben rauflevelt bis aufs Maximum, dass man sich alle Aufsätze freischaltet. Allerdings eben ohne einen anderen Spieler zu gefährden, weil Hack-Lobbys werden ja meistens ja privat abgehandelt. Da gibt es einen speziellen Host, der die Hacks halt parat hat und alle, jeder, der joinen will, jeder, der es halt braucht, der joint und fertig. Natürlich kann man auch mal random dazu joinen. Das ist dann so eine Mischung aus 2 und 3, aber ich sag mal so, der indirekte Hacker versucht eben außerhalb des Spiels oder außerhalb der Unfairness eben sich einen Vorteil gegenüber den anderen Spielern zu verschaffen. Sehe ich irgendwo noch ein, in einer gewissen Art und Weise. Zum Beispiel, wie es bei mir war, mir wurde mein alter Account damals gelöscht und der ganze Fortschritt war halt futsch. Und jetzt bin ich halt wirklich durch Zufall eine Hacked Lobby gejoint und habe ehrlich gesagt wirklich nicht Nein sagen können, denn solange eben nichts Unfaires stattfindet oder solange einfach alle damit einverstanden sind, sehe ich das Ganze nicht so schlimm, sich mal ein schweres Perk auf Pro zu erspielen oder sonst irgendwas. Das sehe ich noch alles mit einem Augenzwinkern, da drücke ich von mir aus alle Hühneraugen noch zu, das sehe ich irgendwo noch im Bereich des, ja, des Humanen an. Aber jetzt kommen wir zum dritten Part, zum dritten Teil, nämlich die direkten Hacker. Und da muss ich sagen, ist endgültig Schluss, wenn dann irgendwer mit God-Mode herumläuft, der einfach nicht zu killen ist, sich einfach durch die Wände durchglitscht. Das heißt, da ist einer in die Wände drinnen, sieht anderen Spielern zu, schießt aus der Wand raus, aber Spieler können ihn nicht sehen oder er zieht sich dann wieder zurück. Solche Sachen sind einfach, wo ich sagen könnte, muss das sein? Was bringt es denen Leuten oder zum Beispiel ein Aimbot oder Wallhack, UEV-Hack, was der Teufel, X22 ist dann auf PC ganz beliebt. Da gibt es bekannte Beispiele, ich will jetzt keinen Namen nennen, wer die Kommentatoren-Szene verfolgt, weiß sowieso, um welche Leute es geht. Ich denke,
da ist einfach Schluss und ich verstehe auch nicht, was den Leuten an Hacken so Spaß machen soll, wenn sie eh dauernd lauter Mob schaffen oder lauter Nuke schaffen, wenn sie eh keine Kunst ist. Da würde mir der Reiz fehlen, dann würde mir nachher nach der Zeit die Motivation auch dazu fehlen, weiter zu hacken, weil ich einfach keine Challenge mehr hätte, ich persönlich. Da wäre einfach der Spielspaß verloren und ich würde, selbst wenn ich hacken könnte, ich würde es nicht machen, weil ich, da flame ich lieber rum und bekomme auf den Sack hoch 10, bevor ich hacke und einfach dann der Spielspaß flöten geht. Und ich will dieses Mal von euch wissen, wie steht ihr zu den ganzen Hacken? Wie seht ihr die drei Punkte? Wo sagt ihr, das ist okay? Sagt ihr, eins ist okay, zwei ist auch noch okay? Oder sagt ihr vielleicht sogar, alle drei sind okay, wenn der dritte dann die Strafe bekommt? Oder sagt ihr, keins von dreien ist? Es ist absolutes Tabu. Würde mich echt interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare, bin mal auf eure Meinung gespannt. Ja, und die Verfahren läuten den Siegeszug ein. Ich bin raus mit 30-14. Ja, war Hacke, glaube ich. Es hat mir doch irgendwie Spaß gemacht. Das muss ich schon zugeben. Ich bin raus auf jeden Fall. Euer Captain Mensch sagt, schaut rein. Bis zum nächsten Mal.